Joko, bitte eintreten. So, ich begrüße die Zuschauer von Koch TV und freue mich, dass ich mit Joko hier einmal durch das Museum gehen kann. Ich werde gerne einige interessante Sachen in unserem Museum zeigen. Draußen sprach ich schon davon, dass es um ein Riesengelände geht, was wir früher hier hatten, was die Royal Air Force hatte, 628 Hektar. Damals wurde diese Karte erstellt vom Finanzbauamt Wesel. Das Finanzbauamt war zuständig für die Bautätigkeit hier. Und wir befinden uns hier, wo dieser Kreis ist. Man kommt von Weeze aus hier hereingefahren und würde hier zum jetzigen Terminal des Flughafens Weeze fahren. Damals war das der Haupthangar, der sich in unmittelbarer Nähe der Start- und Landebahn befand. Die Start- und Landebahn verläuft von West nach Ost und ist mit den Überlaufflächen 3 Kilometer lang. Auf dieser Seite ein paar hundert Meter und man ist in Holland. Auf dieser Seite geht es dort nach Weeze, dort nach Winnekendonk, dort nach Kevela und das Laarbruch befindet sich hier. Wie schon gesagt, ist das früher, würde es richtig bezeichnet eigentlich, die Hees sein. Also die Engländer nannten dieses Gebiet Royal Air Force Laarbruch und nicht Hees, weil sie Hees schlecht aussprechen konnten. Es handelt sich eigentlich um eine Stadt für sich. Hier unten, wo wir uns befinden, wo das jetzige Museum ist, das war eine Kirche früher, die anglikanische Kirche. Und hier ist auch der Bereich, der Wohnbereich. Die verheirateten Unteroffiziere wohnten hier, verheirateten Offiziere hier. Die Singles, die Unverheirateten, wohnten hier in diesen Blocks, die man H-Blocks nennt. Man sieht, wenn man von oben drauf guckt, warum die H-Blocks heißen. Es gab jede Menge Sportplätze. Es gab Geschäfte, es gab die Navi für Lebensmittel, den Supermarkt. Es gab sogar ein Schwimmbad, was sich hier befindet. Und es gab natürlich Verpflegungsmöglichkeiten, die Kantinen für die Unteroffiziere oder für die Offiziere und für die Mannschaft. Zu Beginn eines Rundgangs durch unser Museum zeige ich immer ganz gerne dieses Foto hier, was sehr gut wiedergibt, wie stark die Streitkraft der Briten hier war. Dieses Foto erschien im November 1989 in einer englischen Boulevardzeitung, Daily Star, ähnlich der Bild-Zeitung hier in Deutschland, und zeigt etwa die Hälfte der Streitmacht, die zu diesem Zeitpunkt auf Laarbruch stationiert war. Es sind auf diesem Bild tatsächlich über 1200 Personen versammelt. Das heißt, insgesamt gab es zu dem Zeitpunkt 2500 Personal hier. Es sind 25 Flugzeuge zu sehen. Es gab 48 Flugzeuge, die zu dem Zeitpunkt hier stationiert waren. Und alle diese Tornados konnten Atombomben tragen. Dieses Bild zeigt, was alles notwendig ist, um diese Flugzeuge in die Luft zu bringen. Man braucht neben den Piloten und Navigatoren, die hier vorne sind, natürlich jede Menge Techniker. Man braucht Bewachungspersonal, die zum Teil mit Hunden das Gelände bewachen oder mit ihren kleinen Panzern. Man braucht Sanitäter, man braucht die Feuerwehr, man braucht Montagekräfte, die eventuell die Start- und Landebahn reparieren, und man hat die Feuerwehr. Also das ist nur ein kleiner Ausschnitt des Personals, was man braucht. Viele, viele Techniker. Kommen wir nochmal zurück auf das beschlagnahmte Gelände. Was wir hier auf dieser Karte sehen, das schraffierte Gelände, hier steht es richtig bezeichnet Hees, gehörte fast komplett dem Grafen von Löh, der auf Schloss Wissen residiert. Der wurde enteignet. Damals fand noch alles unter Besatzungsstatut statt. Er wurde entschädigt, aber das, wie man das kennt, das ist ja nie genug. Ein paar Grundstücke von Baal, die wurden den Bauern weggenommen, auch die wurden entschädigt. Hees, jetzt also Royal Air Force Laarbruch. Man sieht, dass Wemp nicht weit weg ist, dass Weeze nicht weit weg ist. Das wäre zu diesem Bild. Auf der ersten Tafel, die wir hier haben, gibt es Informationen zur Vorgeschichte des jetzigen Flughafengeländes. Damals gab es hier ein Reitsportgelände, wo Trabrennen, aber auch Galoppsport veranstaltet wurde. Seite, wo das Petrusheim sich befindet, gibt einen kleinen Abhang. Den hat man genutzt für die Segelflieger, die dort mit ihren oft selbstgebauten Segelflugzeugen geflogen sind.
Man sieht hier noch, dass das Flugzeug für die Olympischen Spiele markiert ist, bemalt ist. Kurz darauf kam Hitler an die Macht und wurde genutzt für die fliegerische Grundausbildung der Hitlerjugend. Auch das gehört zu diesem Gelände. Das wird die Zuschauer von Goch TV besonders interessieren. Was hat das Gelände von Goch, dieses Gelände von Goch mit Labruch zu tun? Zur gleichen Zeit, wie Royal Air Force Labruch gebaut wurde, entstand auch die Kaserne in Goch. Es sollte ein NATO-Hauptquartier werden, auch unter Führung der Royal Air Force. Und die ganze Angelegenheit stand auch unter dem Oberkommando von Royal Air Force Labruch. Auf dieser Tafel ist das Wappen der Royal Air Force Station Labruch abgebildet. Es geht um die Royal Air Force, die königliche Luftwaffe. Und die königliche Luftwaffe wird von Queen Elizabeth befehligt, untersteht ihr. Deshalb hat Queen Elizabeth auch dieses Wappen genehmigt und unterschrieben. Man kann dieses Wappen kurz erklären. Hier nochmal die Krone der Königin. Haben wir das blaue Band der Luftwaffe, Royal Air Force Station Labruch. Wo befindet sich diese Station? Am grünen Niederrhein, zwischen zwei Flüssen, nämlich der Maas und dem Rhein. Und dieser geflügelte Löwe, das Wappentier in der Mitte, symbolisiert die Kraft, die Stärke der Royal Air Force. Schaut Richtung Osten, wo der Feind in diesen kalten Kriegszeiten herkam. Rechts und links des Hauptwappens der Station finden sich die Einzelwappen von fliegenden Staffeln, die hier stationiert waren. Der Einsatzort dieser Staffeln wechselte von Zeit zu Zeit. Von daher gibt es also sehr viele Staffelwappen. Besonders von besonderem Interesse ist möglicherweise dieses Wappen einer niederländischen Staffel, nämlich die 306. Aufklärungsstaffel, die hier mit ihren Flugzeugen den Luftraum an der DDR-Grenze zum Beispiel aufklärte. Die Staffel war auf Labruch stationiert von 1954 bis 1957 und wurde dann verlegt. Wenn man in diesen Raum kommt, fallen einem als erstes die beiden großen Ausstellungsstücke ins Blickfeld, nämlich die beiden Cockpits. Einmal haben wir hier ein Cockpit eines Trainingsflugzeuges, einer Canberra, und weiter hinten das Cockpit einer Buccaneer, eines Bombers. Unter dem Cockpit der Buccaneer befindet sich eine Atombombe. Natürlich keine echte, sondern eine Replika. Diese Canberra, die wir hier vorne haben, flog auf Labruch. Die nächste Generation Flugzeuge waren zum Beispiel die Buccaneer, die ab 71, 72 hier flogen. Dieses Ausstellungsstück, was uns hier ins Gesicht fällt, ist ein Tornado. Wir haben eben vorher schon dieses Foto gesprochen und hier haben wir auch einen Tornado mit seinen Schwenkflügeln. Um langsam zu fliegen, spreizt er die Flügel um zur Landung und um schnell zu fliegen, werden die angelegt. Vor der Nase dieses Flugzeugs steht ein Flieger in seiner Fliegeruniform. Es ist nicht der Pilot, sondern ein Navigator, wie man an diesem Emblem sieht. Er hat nur einen Flügel. Der Pilot hätte einen zweiten Flügel. Besonders interessant ist, dass diese Uniform dem Rod Hawkins gehört, der lange Zeit zweiter Vorsitzender unseres Vereins war. Und auch diese Zeichen zeigen, dass er ein Squadron Leader war. Im Deutschen wäre das vergleichbar mit einem Major. Gut, die roten Stäbe, die Joko hier anspricht, das sind die Leitern, über die der Pilot hineinklettert in das Flugzeug. Pilot und Navigator. Pilot sitzt natürlich vorne, Navigator hinten. Passend zu diesem Flugzeug ist die Atombombe, die wir hier unter dem Bug des Flugzeugs deponiert haben. Eine Atombombe, die vergleichbar der Sprengkraft der Hiroshima-Bombe ist, etwa. Von diesen Atombomben kann dieses Flugzeug zwei Stück tragen. Es waren zwei Staffeln auf Labruch stationiert von diesem Buccaneer, die mit diesen Atombomben bereitstanden und jederzeit zu einem Gegenschlag hätten starten können. Das war glücklicherweise nie nötig. Aus welcher Höhe wurden solche Bomben theoretisch abgeworfen? Die Piloten haben Folgendes trainiert. Man muss ja sehen, dass das Flugzeug möglichst unbeschadet an den Einsatzort kommt und nicht vom Radar erfasst wird. Deshalb sind sie sehr, sehr tief geflogen,
50, 60 Meter über dem Erdboden, ganz tief, und haben dann kurz vor dem Ziel einen Aufschwung gemacht, während des Aufschwungs die Bombe ausgelöst, die dann ballistisch weitergeflogen wäre. Das Flugzeug hätte die Kurve fortgesetzt, in der entgegengesetzten Richtung wäre es weggeflogen und hoffnungsvoll wäre der Pilot mit dem Leben davongekommen, was gar nicht sicher war. Ich habe noch eine Zusatzfrage. Waren diese Maschinen auch im Einsatz, wo leider von euch Piloten abgeschossen wurden? Du sprichst jetzt den Golfkrieg an. Der Golfkrieg war eigentlich ein Einsatzort für die Tornados, die wir eben schon gesehen haben. Es gab Buccaneer, die dort auch nochmal eingesetzt wurden, aber nicht von Labruch aus. Wir schauen hier ins Cockpit der Buccaneer. Die Buccaneer ist ein Tiefflugkampfflugzeug und sehen hier vorne sitzt der Pilot, hinter ihm leicht versetzt der Navigator, der den Kurs bestimmt und der dem Pilot sagt, wo es lang geht. Herr Knechten, welche Besonderheiten sind in diesem kleinen Raum? In diesem kleinen Raum zeigen wir eine Vielzahl an royalen Besuchen. Zum Beispiel war Prinz Philipp 3 oder 4 Mal auf dieser Station. Er war ja auch Oberbefehlshaber, zum Beispiel der Luftwaffe. Er war also 3 bis 4 Mal hier. Man sieht ihn hier bei Besuchen und beim Begutachten der Soldaten. Prinz Charles war 1 Mal hier auf diesem Standort, und zwar am 13.07.1984. Aber der absolute Höhepunkt war natürlich der Besuch von Queen Elizabeth am Freitag, dem 23. November 1990. Sie war einen halben Tag hier auf Labruch und wurde natürlich entsprechend von den Labrucher Bewohnern gefeiert. Hier sehen wir sie mit dem Flughafenkommandanten. Nachdem Queen Elizabeth von den Schulkindern begrüßt wurde mit den vielen britischen Fahnen, ging es ins Offizierscasino, wo ihr die Weza-Honoratioren, der Gemeindedirektor und der Bürgermeister, ein Geschenk überreichten. Queen Elizabeth hat sich dann auch ins goldene Buch der Gemeinde Weza eingetragen und das war für Weza eine ganz tolle Sache. Dieses Feuerwehrauto haben wir geschenkt bekommen vom Feuerwehrmuseum Heiligenhaus. Die hatten nicht mehr den Platz, um das gute Fahrzeug unterstellen zu können, haben herausgefunden, dass es aber ein Labrucher Auto war. Es ist also hier auf Labruch tatsächlich bei der Royal Air Force Feuerwehr eingesetzt worden. Damals war es allerdings nicht rot, sondern wir denken, dass es grün war. Aber interessant ist, dass die Royal Air Force in dieser Zeit, 1954 bis 1960, tatsächlich deutsche Fabrikate eingesetzt hat, wie diesen Mercedes. Ja, wir müssen sehen, wie wir ihn wieder herrichten, dass er im Ursprungszustand ist. Zum Beispiel soll er wieder grün werden. Zum Beispiel sind die Blaulichter obendrauf nachträglich von der Werksfeuerwehr Hilden, Lackwerke Hilden, eingebaut worden. Insgesamt gesehen ein toller Oldtimer, der hier jetzt im Winter unter Dach und Fach stehen muss. Herr Knechten, im Außenbereich des Museums steht ein Flugzeug. Welcher Typ ist das und was bedeuten die Beschriftungen auf den Flächen? Ja, dieses Flugzeug ist das größte Ausstellungsstück, was wir hier haben, seit ein paar Jahren, seit 2016, glaube ich. Es ist eine Canberra. Die Deutschen sagen schon mal lieber Canberra, aber die Engländer sagen Canberra. Ein Flugzeug mit 2 Düsenmotoren. Es ist eine Aufklärungsmaschine, die sehr weite Strecken zurücklegen kann. Zum Beispiel ist dieses Flugzeug nach seinem Erstflug 1953 Mitglied eines Wettflugs gewesen von London Heathrow nach Neuseeland runter und hat diese Strecke in 24 Stunden bewältigt mit einigen Zwischenlandungen. Die Beschriftungen zeigen zum Beispiel die Zahlen- und Zeichenfolge WH773. Das ist wie bei deutschen Autos eine Art Kennzeichen, ein Nummernschild. Und alle englischen Flugzeuge werden durchnummeriert oder durchbuchstabiert. Das blau-weiß-rote
nennt man ein Roundel, das zeigt die Royal Air Force Zugehörigkeit, genau wie das blau-weiß-rote Viereck da hinten. Oben drüber dieser Stern, der goldene Stern, zeigt die Zugehörigkeit zu einer Aufklärungsstaffel, nämlich zu der 31. Staffel. Die 31. Staffel war mit diesem Flugzeug von 1955 bis 1971 hier stationiert. Vorne am Bugrad haben wir nochmal die Bezeichnung WH-773. Das zeigt auch, das war der erste Prototyp dieses Aufklärungsflugzeuges PR-7, Photo Reconnaissance 7. Neben der Beschriftung rechts sehen wir Rechteck, etwas gestrichelt. Das ist die Eingangstüre für Pilot und Navigator. Links daneben ist ein Zeichen für eine Axt, das Cockpit möglicherweise einschlagen könnte, und das Zeichen für einen Feuerlöscher. Oben drüber ist die Pilotenkanzel. Dahinter, diese gelben Streifen zeigen die Position des Navigators an, wenn er sitzt. Wenn er arbeitet, muss er vorne im Bug des Flugzeugs liegen und durch diese Plexiglasnase rausschauen. Ein weiteres Gebäude des Royal Air Force Museums ist das ehemalige Stationskino Astra. Im Moment sind wir im Foyer dieses Kinos. Der normale Besucher kam eigentlich durch diese Türen herein, die wir jetzt zugestellt haben. Das Kino hatte 371 Sitze, von denen wir ganz viele rausgenommen haben, um Ausstellungsstücke unterbringen zu können. Hier im Foyer, wo sich Kasse befand und Popcornverkauf, sage ich mal, haben wir einige Modelle untergebracht. Die linke Vitrine zeigt sämtliche Düsenflugzeuge bzw. Hubschrauber, die die Royal Air Force in Deutschland eingesetzt hat. Wenn wir rechts rüber schwenken, sehen wir etwas Bewegung im Bild. Der Harrier, der Senkrechtstarter, der hier von den Modellbauern super hingebaut wurde, er zeigt, dass dieser Senkrechtstarter in Feld und Wiese starten und landen konnte. Und auch der Harrier war hier auf Labruch stationiert von 1992 bis 1999. Hauptausstellungsstück in unserem Kino, in dem ehemaligen Zuschauerraum, ist eine Hawker Hunter T7. Von Luftfahrtenthusiasten als das schönste jemals gebaute Flugzeug bezeichnet. Das Flugzeug ist hier in einer schönen rot-weißen Bemalung aufgebaut. Und zwar wurden die Trainingsflugzeuge der Royal Air Force in dieser Bemalung ausgestattet, damit sie im Luftraum auffallen. Dieses Flugzeug hat die Bezeichnung XL578. Vorhin habe ich schon mal gesprochen von dem Nummernschild, das jedes Flugzeug hat. Auch auf diesem Flugzeug sehen wir wieder oben an der Heckflosse ein Symbol, das eine Staffel darstellt, nämlich in diesem Fall die 16. Staffel, die den Spitznamen The Saints hatte. Deshalb ist dieses kleine Strichmännchen, Streichholzmännchen als Heiliger ausgebildet. Das Flugzeug ist ein Trainingsflugzeug und deshalb für zwei Personen ausgelegt. Der Student sitzt auf dem rechten Sitz. Das ist normalerweise kein blutiger Anfänger, sondern jemand, der Navigation lernt, etc. Dieses Flugzeug war auf Labruch unter anderem dafür eingesetzt, um die Piloten und Navigatoren der Buccaneer zu schulen. Von der Buccaneer gab es kein eigenes Trainingsflugzeug. Das wurde in diesem Flugzeug gemacht mit einem speziell ausgelegten Cockpit. Sehen wir hier ein Beispiel für eine Staffelbar. Von dieser Art der Staffelbars gab es gut 30 für jede Einheit. Und die haben die Einheiten sich so zusammengebastelt, wie sie das für gut und schön fanden. Leider kann man hier an diesem aktuellen Beispiel kein Bier zapfen oder bestellen, da es nur so tun, als ob ist. Die junge Dame, die rechts hier neben steht, trägt die Uniform einer Krankenschwester. Allerdings natürlich nicht die Arbeitsuniform, sondern eher eine Ausgehuniform. Was ist das für ein Soldat? Das ist ein Pionier, ein Royal Engineer nennt man das auf Englisch. Und das Geschirr, was wir rechts von ihm sehen, schwere Sache. Darin trägt er sein Arbeitsgerät.
Die Pioniere waren dafür zuständig, dass sie zum Beispiel Start- und Landebahnen reparieren mussten, bei Bombenangriffen zum Beispiel. Dass sie aber auch für die Senkrechtstarter im Gelände die Start- und Landebahnen bauten, beziehungsweise die Rollwege mit solchen Aluminiumprofilen. Die Aluminiumprofile bringen mich in einem Gedanken nach 1945 oder vor 1945, war hier ein wandernder Feldflugplatz. Können Sie mir da was zu sagen? Es geht um den Zeitraum März, April 1945, kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Da befand sich auf diesem Gelände der erste Feldflugplatz der Briten auf deutschem Gelände. Mit diesen Stahlprofilen wurde gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurden die Start- und Landebahnen gebaut. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges lagen diese Platten vielfach noch rum und wurden von den Bauern übernommen, die das dann für ihre Weiden benutzten oder Absperrungen. Die letzten Sitzreihen, die wir in diesem Gebäude belassen haben, zeigen das Originalgestühl, so wie es 1954/55 in dieses Astra-Kino eingebaut wurde. Anfang 1955 wurde dieses Kino eröffnet mit 371 Plätzen. Das Astra-Kino in Goch sieht von außen baugleich aus, war aber etwas kleiner mit 270 Sitzen etwa. Dieses Kino war nicht nur ein Kino, sondern auch ein Theater, wie man unschwer an den Vorhängen und der Bühne hinter mir sieht, und verfügte auch über einen sogenannten Orchestergraben, den wir etwas abgedeckt haben hier. Deshalb kann man das Orchester im Moment nicht sehen. Vor dem Orchestergraben befinden sich die zwei Turbinen, Düsenturbinen, die eigentlich in das Flugzeug draußen gehören, im Außenbereich. Aber wir haben gedacht, für den Zuschauer ist es oder für den Besucher ist es sicherlich interessanter, wenn er so ein Triebwerk von nah richtig sieht. Draußen wäre es ja eingebaut in die Triebwerkhülle und da sieht man das nichts. Unsere Absicht ist, wenn wir genügend Zeit und Leute haben, die sowas können, dass wir eins dieser Triebwerke mal sektionieren. Das heißt, ein Viertel rausschneiden, sodass man hineinschauen kann. Aber das verlangt viel Zeit und verlangt mehr Freiwillige, die hier mitmachen. Herr Knechten, wie wurde der Flughafen Labruch mit Kerosin versorgt? Und was braucht so eine Maschine auf 1000 Kilometer? Ja, der letzte Teil der Frage ist etwas schwer zu beantworten. Da müsste man einen Fachmann für ranholen. Zur Frage des Sprits ist natürlich klar. In der Anfangszeit waren etwa 60 Flugzeuge hier stationiert und die brauchten Unmengen Sprit. In den ersten 2-3 Jahren wurde dieser Sprit sogar mit Tankwagen hierher geschafft. Die Tankwagen kamen per Güterzug über die Strecke Köln-Goch, wurden in Goch umgeladen, auf die Boxteler Bahn, wurden nach Uedem gefahren. Von Uedem kamen sie mit LKWs hierher. In den Jahren 56/57 wurde dann eine Pipeline gebaut, die an das NATO-Pipeline-Netz angeschlossen war. Der Sprit kam also aus Rotterdam oder aus Marseille, wo auch immer. Die Pipeline war an der südwestlichen Ecke des Flughafens angeschlossen, kam grob gesehen aus Richtung Lüllingen hierher. Diese beiden Zuschauer sitzen schon seit einer ganzen Weile hier, haben einmal Eintritt bezahlt und wollen einfach nicht mehr gehen. So gut gefällt es denen hier. Mir wäre es zu kalt. Aber wenn wir jetzt hochschwenken, sehen wir das erste fliegende Ausstellungsstück, was wir erworben haben. Das gehörte dem Labrucher Segelflugclub. Und wir haben oft Besucher, die sagen, darin habe ich meinen ersten Soloflug gemacht. Das ist eine Slingsby Swallow, Schwalbe. Und der Labrucher Segelflugclub hat auch viele deutsche Mitglieder gehabt. Dem aufmerksamen Besucher oder Zuschauer wird aufgefallen sein, dass das Flugzeug, der Jet im Hintergrund, auf der linken Seite etwas anders aussieht als auf der rechten Seite. Wir haben den Jet so bemalt, dass er auf dieser Seite die 15. Staffel darstellt, wie man an der 15, an der XV-Bemalung unter dem Cockpit sieht. Dieses Modell zeigt wiederum den Tornado aus dieser Perspektive ganz besonders schön zu sehen. Der Schwenkflügelmechanismus,
Der Flügel ist in diesem Fall ausgefahren und ist für Langsamflug ausgelegt. Liebe Zuschauer von Goch TV, vielen Dank für das Interesse. Ich hoffe, Sie haben einen kleinen Einblick in unser Museum bekommen. Es gibt natürlich viel, viel mehr zu berichten. Wir machen gerne Führungen, die etwa 1,5 bis 2 Stunden dauern. Gerne sind Sie als Besucher willkommen. Wir werden wieder öffnen, Beginn März 2022. Ich bedanke mich auch bei Joko für die Arbeit, die er hier investiert hat und für das Interesse, das er am Museum gezeigt hat. Ich wünsche allen eine schöne Adventszeit und dann eine frohe Weihnacht.